Karthago ist eine weitere Add-on-Karte, die sich mit dem Schicksal der Trojaner befasst. Diesmal hatte sie in die Gegend um Karthago verschlagen, wo sie sich gleich vier feindlichen Siedlungen stellen müssen. Allen voran die Stadt Karthago im Norden, die aus irgendeinem Grund von König Midas regiert wird. Die größte Gefahr auf der Karte stellen aber die beiden Römersiedlungen im Westen dar. Grün wird in der Regel die größten Angriffe führen, während insbesondere Gelb in eure Richtung siedelt. Im Nordosten befindet sich außerdem eine Siedlung der Wikinger, deren Verhalten schwer einzuschätzen ist. In meinem ersten Versuch produzierte sie in anderthalb Stunden keinen einzigen Soldaten, während sie im zweiten Run aktiv mitspielte. In beiden Fällen war sie aber die kleinste Bedrohung. Der Berg in eurer Siedlung ist gefüllt mit Kohle, Gold und Stein. Eure Minen werden hier maximale Leistung erbringen. Eisen findet ihr aber erstmal nur im Nordosten und diese Vorkommen sind nicht ganz so gefüllt. Ihr könnt hier aber für die wichtigste Zeit mit Metzelminen rechnen. Etwas unangenehm an dieser Karte ist die Tatsache, dass sich eure Startvorgaben etwas außerhalb eurer Siedlung befinden. Anders als in der ähnlichen Karte Aeneas ist das hier meiner Meinung nach etwas fehl am Platz. Außerdem habt ihr am Anfang mehr Siedler, als ihr Betten habt, was mich in meinem ersten Versuch leider dazu verleitete, mit den Wohnhäusern zu warten. Nutzt eure Pioniere und einen Turm, um die Vorräte möglichst schnell zu erobern. Baut dort auch einen kleinen Tempel, um das Startmana nutzen zu können, einen Priester habt ihr bereits. Auf dem Berg könnt ihr locker eine 7er Batterie aus funktionierenden Kohleminen platzieren und das Mana reicht für zweimal Köstlichkeiten. Ihr startet bereits mit zwei Steinmetzen, mehr sind auch nicht nötig, da ihr nach Abbau des Steinfelds auf Steinminen zurückgreifen müsst. Wenn ihr ein paar der Kohleminen zunächst abschaltet, könnt ihr mit dem Brot auch eure Steinminen durchfüttern und damit den bei eurer Nahrungsproduktion, wenn ihr nicht komplett auf Mana gehen wollt, deutlich verzögern. Versucht zum Ablauf der Schonfrist 5 Waffenschmieden und 2 Kasernen laufen zu haben. Meiner Erfahrung nach sollte die Eisenverarbeitung zum Eisenberg, während ihr die Goldschmelzen in der Mitte der Siedlung verteilen könnt. Die Nahrungsproduktion kann links vom Goldberg gebaut werden, wenn ihr euch nicht auf Mana verlassen wollt. Breitet euch auch früh nach Westen aus, das Expansionstiming der Römer war in beiden Versuchen ebenfalls sehr unterschiedlich. Hier müsst ihr eure Verteidigungsstellung bauen, damit euch niemand reinsiedelt. Wenn ihr mit Ubo spielt, wird der Magieeinsatz der KI den ersten Angriffen recht fatal sein, ihr könnt aber eurerseits Tor der Angst einsetzen, um eure Türme zu schützen und gegebenenfalls durch Friedensstiften ein paar zusätzliche Waffen erhalten. Beachtet aber, dass Tor der Angst gewirkt werden muss, bevor die Tür eines Turms zerstört wurde und nicht aufgefrischt werden kann, solange der Zauber noch aktiv ist. Euer erstes Ziel sollte der blaue Spieler sein, da sein Gebiet rohstoffreich und leicht zu verteidigen ist. Hier lohnt sich sogar mal der Abkürzungszauber, damit ihr nicht um die Gebirgskette herumlaufen müsst und auch eure Siedler später etwas besser durchkommen. An diesem Punkt könnte die Karte ehrlich gesagt auch schon enden, denn wenn ihr soweit seid, sind die anderen drei KIs nicht mehr als eine Formalität, die sich leider etwas ziehen kann.